Und so fühlen Sie sich? Ja, jetzt schon. Jetzt verstehe ich, dass die Kämpfe, die üblen Tage, die Brutalität nur die Hand des Schicksals war. Also betrachten Sie das Schicksal jetzt anders? Allerdings, jetzt verstehe ich. Es gibt keine Zufälle. Es war alles vorherbestimmt. Alles führte zu der Person, die ich heute Nacht getroffen habe. Sie haben jemand Besonderes getroffen? Ja. Und man könnte sagen, es änderte alles. Alles? Absolut. Ich meine, verstehst du, was für einer Welt wir leben? Wie einsam es ist, allein durch all das Elend und den Dreck zu laufen? Es ist schon einsam, nicht wahr? Natürlich, natürlich. Du verstehst es. Selbst in einem Pack anderer Wahnsinniger bist du so allein, dass du um dich treten und schreien kannst, so laut es geht. Und niemand juckt es, als gäbe es dich gar nicht. Es ist irgendwie extremst abgefahren gerade, Freunde. Was zur Hölle geht hier ab? Und was für ein Gefühl erzeugt das? Ich fühle mich hilflos. Schwebend, als hätte jemand den Stöpsel aus meiner Realität gezogen und ich wurde hinabgerissen zu etwas völlig Neuem. Das ist alles wirklich aufregend. Aber du kannst gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ich... doch. Können Sie mir mehr darüber sagen, was Sie für diese Person empfinden? Als ob ich jemanden treffe, mit dem ich mich identifizieren kann. Was, das kannst du mir glauben, noch nie passiert ist. Du verstehst das. Du hast keine Angst vorm Loslassen und Fallen. Freier Fall. Und ich habe keinen Schirm. Es ist so plötzlich. Ja. Ja, das tue ich. Das dachte ich mir schon. Also, darf ich fragen, wer ist diese Person? Oh, jemand wirklich, wirklich Besonderes, dessen Name ich noch nicht mal kenne. Mein Name ist Harleen. Harleen Quinzel. Oh, ein schöner Name. Nennen deine Freunde dich Harleen? Oh, ich habe nicht viele Freunde. Tja, Harley. Jetzt hast du einen. Alter. Wieso? Wieso? Wieso machst du das nur? Das ist übelst verrückt, was hier gerade abgeht. Ich bin derjenige, der dich töten will. Sie müssen das nicht tun. Die schlimmste Art miteinander. Master Blues, es ist vielleicht antiklimaktisch, aber ich dachte, Sie könnten nun endlich Weihnachten feiern. Jetzt, wo der Joker gefasst ist. Bane ist noch da draußen. Ich muss das Signal des Peilsenders finden, den er trägt. Selbst Sie müssen essen, Sir. Wenn du nicht die Polizei gerufen hättest, wäre er jetzt in Gewahrsam. Zentrale, hier steht er für Sie. Wissen Sie, ich habe auch etwas versprochen. Ihren Eltern. Anscheinend keine Verletzung. Nicht jetzt, Alfred. Läuft es drüben auf der Wache. Ist evakuiert.
Wir haben Bomben unter Fundament gefunden. Die gleichen wie am Royal. Irgend so ein zugeknallter Freak. Bestimmt 200 Kilo Muskeln. Hat 6 Cops gebraucht, ihn niederzuschießen. Ja, ich habe die Leiche gesehen. Kommt kaum Könnte drauf. Bane oder einer seiner Männer sein. Wenn ich es schnell in die Leichenhalle schaffe, kann ich Leiche und Obduktionsbericht untersuchen. Nun, bevor Sie gehen, ich habe die chemische Substanz aus dem Stahlwerk untersucht. Sie stimmt mit Ihrem globulären Projektil für nicht-letale Fixierung überein. Du meinst die Klebergranate? In der Tat, das Harz ist ausgehärtet. Es liegt an Ihrer Werkbank. Geil! Natürlich würde ich empfehlen, es hier im Labor zu testen, bevor Sie gehen. War das hier die Werkbank? Ja. Da ist die Klebergranate, sehr schön. Direkt mal eingesteckt. Und ich würde behaupten... Also werden Sie es wohl nicht testen, oder? Das nennt sich Praxistest. Warum will ich sowas testen? Ist ja Schwachsinn. Ich will jetzt erstmal einen Stufenanstieg raushauen. Und zwar setzen wir den in Kampfpanzer Nummer 4. Und ab geht's zu Bane, würde ich mal sagen. Schnellreise. Lasst mich kurz das Missionsziel suchen. Das ist... Scanne die Leiche, genau, das ist hier. Aber ich kann hier nicht hin, weil ich natürlich den Scheißpunkt wieder nicht freigeschaltet habe. Ach, ist das ätzend. Also muss ich hier hin. Aber läuft. Master Bruce! Stopp! Master Bruce! Bruce! Ich kann Sie nicht guten Gewissens gehen lassen. Sie sind diesen Killern unterlegen und... Was? Sie sind kein harter Ordnungshüter. Sie sind ein junger Mann mit einem Fond und zu viel Zorn. Sie sind dem nicht gewachsen und ich... Ich will nicht, dass Sie deshalb sterben. Alfred, wen siehst du, wenn du mich ansiehst? Den Jungen, dessen Schuhe du jeden Morgen gebunden hast? Den Teenager vor seinem ersten Date? Während du nachts hier bist, bin ich da draußen. Das Einzige zwischen den Unschuldigen und den Raubtieren. Das mag sein! Nein, nicht mag sein. Es ist... Wenn der Räuber oder Dieb zweimal nachdenkt, das ist Angst. Das ist, was ich bin. Deswegen kamen die Killer. Weil ich der Grund bin, dass sich die Kriminellen auf die Morgendämmerung freuen. Also nein, Alfred. Ich bin dem gewachsen. Die Nacht wird nicht mein Ende sein, aber ihres ganz bestimmt. Armer Alfred. Macht sich voll die Sorgen um uns. Ich hoffe, Sie verstehen, dass Sie nicht einfach ins GCPD marschieren können, nach dem, was passiert ist. Ich weiß, dass das nicht geht. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. In der Tat. Sir, es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Ich hoffe, Sie verstehen. Es war nur, weil... Schon gut. Ich verstehe. Oh Mann, ich sage, er tut mir richtig leid. Ich habe einen Plan, der uns reich machen wird. Wir müssen nur... Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss erst wahrscheinlich einen ganzen Batzen Wald fliegen. Weil ich der die tollen Kontrollpunkte wieder nicht freigeschaltet habe. So, ich muss jetzt erstmal da durch wieder, ne? Wo bin ich denn gerade? Muss ich jetzt mal rausfinden, wo ich bin. Ich gucke falsch. Ich muss nach da, richtig? Ja. Ich fliege einfach außen rum, dann passt das schon. Das sieht aber auch krass aus hier. Huch! Ich sollte nicht in eine andere Richtung gucken, wie ich fliege. Das verwirrt übertriebenst. Seht ihr, da vorne muss ich schon hin. Ging doch schnell. Jeha! Die Gegner da unten ignorieren wir auch erstmal kurz. So. Nö. Ja. Na klar. Au. Was soll das denn? Oh fuck. Nahkampf regelt. Nahkampf regelt. Ich muss mal ganz kurz hier weg.
Eins, zwei, drei, vier, ganz viele. Da war noch einer. Da unten ist noch einer. Okay, ich hau die zusammen. Hau den um und hol mir den da. Huiuiui. Und jetzt hau ich wieder ab. Die liegen ja immer noch rum. Wie lang krass das hält. Wie krass lang das hält. So rum. Ich glaube, das ist seltsam. Au, warum hat das nicht funktioniert? Oh, fuck. Jetzt wird das ekelhaft. Der Verdächtige haut euch gerade voll auf die Nase. Hoffe ich zumindest. Ui, 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 ui. Er setzt Rauchbomben ein. Warum kann ich die nicht mit meinem Dingsbums an mich ziehen? Ah, geht doch. Puh. Ich sollte dort in die Kanalisation einsteigen, wo ich letztes Mal rausgekommen bin. Alter, wo bist du letztes Mal rausgekommen? Ach, irgendwo da unten, ne? Wo war denn das? War das hier? Ah, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich benötige eine nicht beschäftigte Einheit für einen Spezialeinsatz. Karte, hilf mir. Okay, irgendwo unten nehme ich an. Wo bin ich denn rausgekommen? Gegner. Ach, das ist sogar der Fall, ne? Oh, dann mache ich die nur einfach. Ich meine, warum auch nicht? Ih, der ist bewaffnet. Der soll doch gar nicht echt sein. Nee, ich bin ein Mythos. Was heißt hier, stirbt doch endlich? Lass mich einfach in Ruhe. Ich tue doch auch nur meine Arbeit. Uiuiui. Uiuiuiui. Alter, es sind echt viele. Das ist echt nervig. Huh, nice. Ja, poliert ihr mir mal die Fresse. Herrlich. Ich poliere euch auch mal gleich was. Au. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Krass, es kann mich gerade wirklich nichts mehr aufhalten. Das gefällt mir. Aua. Tu die Waffe weg. Aua. Eieieiei. Geil, einfach umgenockt mit dem Kopf. Lustig. Zack. Man sollte auch in die richtige Richtung gucken, wenn man einschlägt. Oh oh. Ihr nervt mich. Meine Güte. Wie ätzend kann man sein? So. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo dieser Scheißweg in die Kanalisation war. Den ich nämlich schon wieder komplett vergessen habe. Hier wird mir irgendwas angezeigt, aber warum hier? Ach Moment, ich habe eine Idee. Kann ich nicht einfach... Moment, das gefällt mir nicht. Kann ich nicht einfach... Genau, da rein. Hallo. War ich doch richtig. Sehr gut. Müssen wir gucken, dass die nicht gleich wieder mit Waffen hier auftauchen. Hui, au. Hat er sich gerade selbst gehauen, der Typ? Oder einen Kollegen gehauen? Das sah auf jeden Fall so aus. Wäre auf jeden Fall derbe lustig. Drei weniger. Yes. Haha.
Ich sage, sobald die Elektrohandschuhe geladen sind, ist die Sache eh gegessen. Ja, den schlage ich zu Brei. Ja, genau. Und ich hau dir erstmal meine Elektrohandschuhe in die Fresse. Ups, da will ich runter. Ich sehe gerade, unsere Folge ist schon vorbei. Scannen die Leiche in der Leichenhalle. Ja, das machen wir aber im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gebt einen Daumen hoch oder lasst einen Kommentar da, wie ihr wollt. Oder beides, macht, was ihr wollt. Ihr kennt euch auch so auf YouTube. Und danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.